Da staunen die Arbeiter aus dem Hamburger Freihafen nicht schlecht, als sie eines Nachmittags Gina Lisa vor ihrer Firma sehen. Auf dem Gelände werden normalerweise Frachtschiffe aus aller Welt be- und entladen. Eine tolle Kulisse für ein Shooting mit Oldtimern und der jungen Lady. Fotograf Carlos Keller shootet für seinen Kalender Girls and Legendary US Cast 2013. Zum ersten Mal ist mit Gina Lisa eine Prominente dabei. Die Autos sind allesamt Kracher. Auto Nummer 1 ist ein 69er Mercury Monterey. Gina Lisa ist hergerichtet wie ein Pin-Up-Girl aus den 50er Jahren. Nur der Nagellack will nicht ganz in die Welt der Petticoats passen. Sieht aber trotzdem gut aus. Auto Nummer 2 ist eine Cobra von Shelby, Baujahr 1967. Und Auto Nummer 3 wird von Gina Lisa vorgestellt. So, ihr Lieben, ich sitze jetzt hier in einem Chevrolet Impala, Baujahr 1960. Kaum zu glauben, ich habe die Ehre und darf hier drinnen sitzen. Ein Traum in Mintgrün. Und auch die Zusammenarbeit mit der Wasserstoffblonden scheint ein Träumchen gewesen zu sein. Der Tag mit Gina Lisa heute war ein sehr angenehmer Tag, sehr professionell, absolut entspannt und entgegen vieler Vorgeschichten, die wir mal gehört haben, dass es womöglich anstrengend sein soll oder ein bisschen zickig, muss ich ganz ehrlich sagen, war extrem entspannt. Lag vielleicht auch daran, dass wir uns am Vortag schon getroffen haben, den Set besprochen haben, den Aufbau, die Klamotten. Von daher, ich habe nichts zu meckern, war ein rundum feiner Shooting-Tag. Girls and Legendary US Cast 2013 erscheint im August in einer limitierten Auflage. Sie erkennen ihn wahrscheinlich an diesem Coverbild.